Der Kopf wird in die Ausgangsposition gebracht, der Blick ist nach vorn gerichtet, das Kinn leicht zum Brustbein geneigt. Nun den Kopf zur linken Schulter neigen und die rechte Schulter in Richtung des am Rumpf herabhängenden rechten Arms schieben, bis ein deutlicher Dehnreiz entlang der Schultergürtelmuskulatur zu spüren ist. Hier darf absolut kein Schmerz aufkommen. Entsteht ein Dehnreiz in der rechten Schultermuskulatur, verharren Sie dort für 8 bis 10 Sekunden und bringen dann den Kopf wieder in die aufrechte Position. Nun das Ganze mit der Gegenseite. Wiederholen Sie diese Übung 3 bis 4 Mal je Seite.